Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, TR Pictures Gaming. Ihr seht schon, ich bin hier wieder, wir sind wieder da bei American Truck Simulator und wie ihr vielleicht auch sehen könnt. Ach nee, nicht schon wieder. Oh Gott, ich lebe schon wieder mit zwei Anhängern. Ich habe hier ein schönes Gefährt, nämlich den Mack Anthem, den neuen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Nein, wir haben kein Navi. Ach du Scheiße. Okay. Macht nichts. Oh, der ist aber schon mal schön. Sag mal, Frage, ist Mac auch sowas so, gehören die auch irgendwie inzwischen so? Nein, wahrscheinlich nicht. Das wird schon ein uramerikanisches Unternehmen, uramerikanisches war. Ihr wisst schon, was ich meine. Es wird schon ein wirklich amerikanisches Unternehmen sein. Ich hatte mich gerade gefragt, ob die vielleicht auch inzwischen zu VW gehören. Weil, ganz einfach, finde ich der. Das Ganze hat irgendwie ein bisschen MAN-Stil, oder? Ein Feeling so. Vorhin meinte ich ja, dass ich den so schick finde. Ich glaube, wir sind jetzt halt wirklich in der billigsten Ausstattung. Aber irgendwie kam der mir vorhin anders. War das vorhin schon so, dass dieser Sitz so hübsch da auf so ein Gestell einfach gesetzt war? Hui! Doch nicht so cool, wie ich dachte, irgendwie. Obwohl, das ist schon irgendwie eigentlich ganz schick alles so, aber das muss. Ja, doch, nee, aber das ist halt wirklich ein anderes. Okay, der sieht tatsächlich ganz anders von innen aus hier. Das ist, weil das der billige, es ist der kleine. Es ist der mit dem kleinen Aufbau, also mit der kleinen Verlängerung. Deswegen, der sieht einfach anders aus. Okay. Dann schauen wir mal, wie das Ganze ausschaut, wenn wir so ein bisschen Licht anmachen. Von außen macht es schon echt einen schicken Eindruck, finde ich. Schniekes Ding. Und? Boah, er klingt geil auf jeden Fall. Passenderweise, es war nicht beabsichtigt, wirklich. Ich habe mir schon passenderweise einen Auftrag ausgesucht. Wir machen hier wieder gerade einen Schnellauftrag, der von hier startet, aus Ely. Aber was ich nicht wusste, ist, dass wir zufälligerweise tatsächlich gerade vom gleichen Hof starten, zu dem wir eben hingefahren sind. Das ist natürlich tatsächlich sehr cool. Ah, guck mal, der hat auch noch richtigen Drehzahlmesser und so ein Ding sind hier. Hier scheinen die Gänge besser zu sein. Hat ein besseres Getriebe. So. Und ich öffne mal einmal die Karte und schaue mal kurz, wo wir hin müssen, denn wir haben keinen Navi. Okay, rechts und dann auf der großen Straße links. Das sollte ich hinbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Herausforderung nehme ich an. Ich möchte jetzt nicht schummeln oder so. Ich meine, man könnte natürlich jetzt behaupten und argumentieren, also als Normalsterblicher würde man jetzt vielleicht. Stopp, 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 hey, lass das! Dankeschön. Na, du mit deinem Ford da, ey. Ich brauche hier ein bisschen mehr Wendekreis, sorry. Tut mir wirklich leid. Ich wollte gerade den Warnblinker suchen, aber ich habe ihn nicht gefunden auf Anhieb. Mit Lenkrad auf seitlicher Stellung. Das tut mir leid. So. Wo sind hier die. Das sind Meilen? Okay. Es kam mir gerade etwas komisch vor, dass das. So komische Dings. Ach, guck mal, der hat innen sogar eine KMH-Anzeige. Was nicht gibt hier. Ja, auch ein strange Sound eigentlich, ne? So. Was sagt dich hier bei der großen Straße links, ne? Schaut schon gut aus, das Teil.
Jetzt blinkt er auch. Oh, ich müsste vielleicht im ersten Gang anfahren. Kommt immer gut, muss ich tatsächlich sagen. Für die Leute, die sich das fragen, also meiner Erfahrung nach, im ersten Gang anfahren, kommt tatsächlich immer ganz gut. Obwohl ich das sagen muss, dass ich das hier bei den LKWs nicht uneingeschränkt behaupten kann, aber an sich ist schon immer Anfahren im ersten Gang ratsam. Das Ding ist nämlich halt tatsächlich, dass es schon, die halt hier immer sehr schnell hochdrehen und diese LKWs in diesem Spiel durchaus auch im zweiten Gang anfahren kannst. So, ich muss jetzt mal schauen. Wo es jetzt hin soll. Okay, used cars. Okay. Ja, wir sind richtig und fahren bis zur. Ist die einzige Tankstelle? Ja, super, super Dings. Okay, also wir fahren halt irgendwann früher oder später quer über eine Tankstelle. Und da biegen wir dann sozusagen ab. Coole Sache. Junge, ich dachte gerade, mein LKW rollt zurück. Ja, also es ist so, dass wir eine relativ lange Mission hier vor uns haben. Relativ langen Auftrag, eine weite Fahrt und dementsprechend werden wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, früher oder später einen Schnitt machen. Ich glaube, sie haben tatsächlich das Handling verändert. Ich glaube, sie haben das Handling wesentlich stärker geschwindigkeitsabhängig gemacht. Was ganz cool ist. Ich muss tatsächlich sagen, es fühlt sich gerade wesentlich mehr danach an, in einem echten Auto zu fahren. Ich kann das natürlich jetzt nicht tatsächlich beurteilen für so einen LKW, wie der sich anfühlen muss. Aber es fühlt sich wirklich gut an. Was mich natürlich ärgert, ist, dass ich ohne Navi nicht sehen kann, wie schnell wir hier fahren dürfen. Also, was ich übrigens vorhin sagen wollte, war, also jeder Normalsterbliche würde jetzt natürlich eigentlich, wenn das Fahrzeug kein Navi hat, heutzutage hier sein Handy nehmen. Schaltet man das so um? Wo ändert sich das? Okay, der Schalter ändert sich scheinbar nirgendwo. Ich dachte nur gerade wegen da oben vielleicht, ob das so. Doch, das ist theoretisch das, aber die sind leider nicht animiert, okay. Jeder Normalsterbliche würde jetzt natürlich sein Handy mit Google Maps rausholen und das hier irgendwo sich hinklemmen oder wenigstens akustisch. Aber ja. Ich glaube, es gibt inzwischen hier tatsächlich auch ein akustisches Navi. Da haben wir auch noch gar nicht ausprobiert. Ich glaube, das Navi geht inzwischen auch akustisch. Das können wir eigentlich mal. Warte, stopp. Das werde ich jetzt tatsächlich gerade mal ausprobieren. Ich glaube, es kann auch täuschen, aber mir ist so, als ob es das gibt. Neuerdings. Als hätte ich das mal gesehen. Es kann aber auch sein, dass das nur über Mod ging, aber irgendwie war mir so, als wäre das tatsächlich so ins richtige Spiel hinzugefügt worden. Mmh.
Vorsicht verhalten. Nee, anscheinend nicht, okay. Schade. Guck da jetzt nochmal. Nee, okay. Ich dachte, dann habe ich mich da geirrt. Habe ich gerade noch? Ja, okay. Ich dachte gerade schon, ich hätte den Gang rausgenommen. Das wäre doof gewesen. Wollen die mich wahrscheinlich alle hier überholen, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kommen schon noch wieder auf Touren, ja? Das ist immer noch so krank, ne? Dass die LKWs irgendwie, also zum Beispiel bei dem hier auch, der geht bis 22 RPM hoch. Auf 22 Umdrehungen pro Minute geht der 22.000 Umdrehungen pro Minute geht dieser Motor, bevor er es für nötig hält, dass ich schalte. Das finde ich schon immer ganz schön krass bei den LKWs, dass die so hochdrehen. Obwohl es bei dem hier, finde ich, auch echt schon schlimm klingt. Also ich finde, hier klingt es echt schon schlimm. Jetzt müsste man eigentlich schon schalten. Aber ich glaube nicht, dass man hier schon schalten muss. Leider habe ich die immer nicht so im Kopf. Ich mache das immer nach Geräusch, beziehungsweise nach, also die meisten haben da ja einen roten Bereich irgendwie so. Auch irgendwo, und ich habe leider überhaupt keine Ahnung, bei wie viel Umdrehung pro Minute man halt eigentlich schaltet bei diesen LKWs. Oh. Ja, wirklich, also müsst ihr mir vielleicht mal aneignen. Also ich weiß halt immer sonst so, also bei, man sagt ja immer so, bei, also bei Diesel eigentlich so, schaltest du ja eigentlich so bei 2000 Umdrehungen pro Minute, bei Benziner schaltest du so 2000 bis 3000 Umdrehungen pro Minute. Und bei Sportwagen dann halt je nach Belieben vielleicht halt auch etwas später erst, ne? Also so gerade in Rennspielen, was man da so halt meistens hat, da sind ja die Fahrzeuge meistens so abgestimmt, dass du halt tatsächlich eher spät schaltest. Aber es hängt natürlich auch davon ab, ich meine, da hast du natürlich auch immer das Bedürfnis, Rennen zu fahren und den optimalen Schaltpunkt zu haben. Wenn du das natürlich wirklich so tust und die dann entsprechend abgestimmt sind, dann ist der halt natürlich sehr viel höher. Dann ist der halt irgendwo bei 5000 bis 7000 Umdrehungen pro Minute. Aber das mit den LKWs mit 30.000 Umdrehungen pro Minute, das finde ich irgendwie schon krass. 30.000, nein, auch 30.000. 20.000. Lesen muss man auch können. Ich dachte, das wären 5er Schritte, ehrlich gesagt, deswegen kam ich drauf. Ich habe jetzt erst gesehen, dass es 2er Schritte sind.
jetzt irgendwie Geschwindigkeit oder so? Ja, schon. Sag mal, fahren wir überhaupt noch richtig? Hilfe! Ja doch, gleich kommt diese komische Tankstelle, okay. Nach der Tankstelle? Geht's geradeaus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis zur nächsten Tankstelle, okay. Gut, dass wir es auch mal geklärt haben. Das ist jetzt echt ein bisschen weird. Also, wie viel sagt denn der Tank? Den für die Tankanzeige verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Haben wir auch noch so eine analoge. Die sagt, tanken ist gar nicht so scheiße. Wenn die Tankanzeige sagt, tanken ist gar nicht so scheiße, dann fahren wir hier tatsächlich rüber und tanken mal einmal. Schauen wir, wie wir hier irgendwie, wo hier die. Ach, da ist die Straße. Die geht tatsächlich so quer durch die Tankstelle durch. Das ist weird, echt. Boah, die Hilfe. Mal gucken, wie viel Gallonen wir jetzt hier reinknallen. Ja, es ist witzig mit diesen modernen amerikanischen Trucks. Das Ding ist halt, das Problem ist halt, wenn man halt so diese Simulation spielt, es ist halt einfach cooler mit Schaltung, ne? Aber tatsächlich ist es ja so, dass heutzutage eben halt die meisten Trucks Automatik sind. Also sonst sind ja vor allem auch die Amis eher so die Automatikfahrer. Aber bei den LKWs ist es ja vor allem tatsächlich bei uns in Europa so, dass die ja eigentlich schon seit Jahren alle automatisch sind. Wir haben ja noch nicht mal mehr eigentlich wirklich LKWs mit Schaltung, also mit Handschaltung, mit, also erst recht nicht, also mit Haarschaltung. Bei uns haben die ja halt alle zwar immer so einen Hebel, womit du die Gänge auch manuell schalten kannst, aber sie haben halt eben eigentlich alle Automatik und das ja schon seit Jahren gibt, also gibt es ja bei uns gar keine LKWs mit manueller Schaltung mehr. Während es halt in den USA halt eben noch LKWs mit Haarschaltung gibt, ne? Das ist total. Also, finde ich wirklich, es ist halt irgendwie absurd. Das ist total witzig, dass es da so rum ist, während es halt bei den PKWs so ist, dass die Amerikaner halt schon seit, ich weiß gar nicht, seit den 70ern, 80ern oder was, halt eigentlich überwiegend Automatik fahren. Während wir halt doch ganz gerne die Haarschaltung bevorzugen. Na gut, ich meine, Amis sind ja sowieso auch nicht so diese Haarschaltungsleute. Also das Ding ist halt, ich glaube, bei denen ist, hat sich die Automatik halt früher durchgesetzt, weil sie halt schon vorher immer dieses komische automatikartige komische Schaltungssystem hatten. Ne? Die hatten ja halt so ganz viele Wagen aus den 60ern und 70ern haben ja halt diese komische Lenkradschaltung. Die hat so was ähnliches wie eine Automatikschaltung ist, nur dass sie halt eben manuell ist. Aber es ist halt trotzdem eine lineare Schaltung. Es ist halt ähnlich wie eine, was heißt ähnlich wie eine Automatik? Also es ist halt ähnlich wie eine Schaltwippenschaltung. Nein, jetzt macht das Spiel schon wieder diese. Jetzt machen wir wieder Sätze nach vorne. Ja, juhu. Aber ich hab leider inzwischen. Oh, das heißt leider, aber ich habe mich irgendwie inzwischen dran gewöhnt. Traurigerweise.
Ich glaube, wir könnten jetzt mal wieder hochschalten hier noch einmal. War ich schon eher nie? Okay, ich bin richtig. Hab da eingeschaltet, wo ich hin wollte. Der scheint echt Power zu haben hier, der Mac. Das kann natürlich auch sein, dass das alles irgendwie Lug und Trug ist, aber wenn man sich mal überlegt, guck mal, wie hoch die Geschwindigkeitsanzeige geht, der Tacho, der geht bis 120 Meilen pro Stunde. Ich glaube nicht, dass er die tatsächlich schafft. Aber wird der Tacho halbwegs so beziffert ist wie ein typischer Tacho, von dem her, wie weit der Zeiger halt geht, wie weit der Wagen kommt, dann wäre anzunehmen, dass er halt hier die 100, also dass er die 100 Meilen pro Stunde schafft. Und das ist echt nicht ohne für einen LKW. Für einen 7,5 Tonner. Nur ein pro Stunde dürften, glaube ich, 160 km/h sein oder so, ne? Die meisten LKWs schaffen irgendwie so zwischen 120 und 130 Spitze. Häuschen einlegen. Da fliegt irgendwas da oben. Paraglider. Wer macht denn mitten in der Nacht Paragliding? Help me, please. Müssen wir zwischendurch gerade mal gucken, wie es eigentlich um unsere Müdigkeit bestellt ist. Nächste Pause in 9 Stunden. Restzeit 39 Stunden. Okay, 9 Stunden, nächste Pause. 11 Stunden brauchen wir noch. Wir müssen also eine Pause machen. Wollte ich nur wissen. Damit dann da halt auch ganz gut die Partpause machen können. Wir müssen hier halt einmal in Winnemucca müssten wir einmal runter. Das macht aber noch keinen Sinn, eigentlich da die Pause zu machen. Ich würde die Pause vielleicht halt hier direkt, da können wir die Pause nicht machen. Dann würde ich sagen, wir machen die Pause hier hinter der Grenze in Oregon. Und zwar hier in, ja, da, wo auch immer das ist, obwohl, ach, da kommen wir dann auch nicht mehr, kommen wir da wieder runter? Das ist natürlich die Frage, ne? Da geht nichts. Dann macht es vielleicht doch Sinn, jetzt hier gleich die Pause zu machen. Das ist von der Partlänge her irgendwie eigentlich nicht logisch, nicht sinnvoll. Es sei denn, obwohl vielleicht, okay, vielleicht die Straßen danach sind gerade. Vielleicht können wir danach wirklich schneller voran auch. Vielleicht ist es dann doch ungefähr die Hälfte.
Also ganz glaube ich nicht. Wie gesagt, wenn wir machen jetzt doch in 9 Stunden, müssen wir auch die nächste Pause erst machen. Nee, wir fahren mal weiter und dann schauen wir mal. Ich guck mal kurz, wie es geht da rum und dann... Okay, bei der Stadt nehmen wir die Abfahrt. Okay. Andererseits, ich würde vorschlagen, wir schlafen da doch einmal, weil eine Sache, die mir daran gefällt, an der Idee ist. Stopp, warte, jetzt bin ich verwirrt. Ah, okay, hier fahren wir rauf auf die Autobahn. Okay, verstehe. Eine Sache, die mir sehr gefällt, eine Idee wäre folgende, dass wir da nämlich schlafen, weil es eigentlich immer ganz geil ist, nachts zu schlafen. Also das ist jetzt meine Meinung. Oh Gott. Manche sehr eingefleischte LKW-Fahrer sind da vielleicht auch aufgrund ihrer langen, langen Berufserfahrung anderer Meinung, aber ich finde es eigentlich immer gar nicht so schlecht, nachts zu schlafen. Andererseits haben wir auch schon wieder 4 Uhr morgens, weshalb es sich wahrscheinlich nicht lohnt. Ja, eigentlich, nein, eigentlich müssen wir, obwohl, na, 4:42, doch, da kann man schon noch ins Bett gehen, finde ich. Aber andererseits, nee, jetzt sind die Straßen schön leer, wir fahren jetzt durch. Wird ja auch bestimmt nochmal wieder Nacht. Ist ja nicht so, als würde es irgendwie keinen Morgen geben. Winnemucca. Winnemucca. Keine Ahnung, wie man das... Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Städtenamen korrekt ausspricht. Oh Gott, Hilfe, Hilfe, da wollte ich nicht hin. Ich glaube, es war diese Richtung, die wir sollten. Ich check gleich nochmal hier. Ja, dann da rum und dann bei dem Hotel rechts. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Das sollte für uns durchaus machbar sein. Obwohl das hier doch jetzt schon mal... Das ist schon da, ne? Das, okay, das ja, sieht nämlich auf der Karte nicht ganz so aus, als würde die Straße hier so doll weitergehen nach geradeaus. So. Warum ist dieser LKW so laut? Wie möchte ich echt mal wissen. Warum dürfen wir ihn nicht von vorne sehen? Na, dann halt nicht. So, am Hotel vorbei und dann... nach rechts. Ich glaube, ich werde diesmal das Spiel sehr... Oh Gott, das ist sehr blöd, weil ich ja eigentlich jetzt schon wieder einen Tag im Verzug bin mit dem Part von vorher. Aber auch der LKW war schon so relativ laut. Da weiß ich nicht, ob es da so schlimm ist wie bei dem hier. Aber bei dem hier ist es halt echt so... Das wird ein großer, großer Schnittaufwand, glaube ich. Mit der Lautstärke hier das zu machen. Obwohl, na, andererseits...
Nee, stimmt ja gar nicht. In den beiden Parts, die fahren wir nur den LKW hier, dann macht es eigentlich nie nichts. Dann kann ich gleich von vornherein den Ton sehr viel leiser drehen. Weil der andere LKW vorher, der war halt zwar schon auch laut, aber der war halt nicht so laut wie der hier. Also dass der andere laut war, kann halt daran sein, daran liegen, die haben die Audioeinstellung geändert mit dem letzten Update und deshalb musste ich sie neu machen. Es kann sein, dass ich vorher die Gesamtlautstärke ein bisschen niedriger eingestellt hatte. So ist es auch schön. Hier, guck mal, jetzt fahren wir in den Sonnenaufgang. Oh, sowas liebe ich aber. Ne? Ich liebe es tatsächlich morgens. Wenn man so morgens ganz früh irgendwohin losfährt oder so. Eigentlich, ich hasse das richtig, denn so früh aufzustehen oder so. Aber was ich echt liebe, ist dieses in den Sonnenaufgang fahren. Ne? Das ist richtig cool. Aber um in den Sonnenaufgang zu fahren, gerade im Sommer oder so, wenn man in Urlaub fährt oder sowas, dann muss man halt tatsächlich um 4 Uhr morgens oder so aufstehen. Und ich weigere mich grundsätzlich, um 4 Uhr morgens in den Urlaub zu fahren, um irgendwo rechtzeitig anzukommen. Viele Leute tun sowas, ja, aber ich finde das total affig. Das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie das halt ist mit irgendwie Schlüsselübergabe für ein Haus oder sonst irgendwas, oder beim Hotel, wann, bis wann man einchecken kann oder so. Aber ich habe tatsächlich, sofern es halt eben möglich ist, das ist halt ja tatsächlich natürlich eine Voraussetzung dafür, aber sofern es das ist, habe ich ja ehrlich gesagt überhaupt kein Problem damit, um 22 Uhr irgendwo anzukommen. Aber das ist ja auch sowieso, also für dieses Jahr kann man das ja vielleicht auch sowieso vergessen. Also Gamescom ist ja halt auch in physischer Form abgesagt, deshalb ich habe auch inzwischen die Wohnung storniert. Also Köln auf jeden Fall dieses Jahr nicht. Aber man weiß natürlich nicht immer, ob man vielleicht im Herbst dann nochmal tatsächlich irgendwie Urlaub macht oder so. Aber ich glaube jetzt im Sommer wahrscheinlich eher nicht so. Vielleicht halt dann kürzer, spontan, falls es dann doch irgendwie wieder möglich sein sollte, aber ich glaube nicht in großem Stil. Boah, ey, du Lahmarsch, das ist echt eine Krücke hier. Guck mal, das ist ihm zu hoch, aber der Ding will er auch nicht. Oh. Nee. Gleich sind wir da, gleich haben wir es geschafft, ey. Uiuiuiuiui. Wo sind wir denn hier? Das ist mein lieber LKW. Könntest du bitte, oder könntest du bitte nicht auf diese Art so sein? Oh, guck mal, wir haben einen Konvoi. Es gibt, wollte ich auch schon mal, ich habe ihn sogar abonniert, aber nicht hinzugefügt hier bei den Mods, weil das halt eben, ich habe die Erfahrung bei American Truck Simulator gemacht, dass das leider sehr empfindlich mit Mods ist. Mit bestimmten Kombinationen, also dass man mal sehr auf die Kombination von Mods achten muss, dass die halt irgendwie miteinander kompatibel sind und so, damit dann nicht die Safe Games kaputt gehen. Und es gibt doch generell das Problem, dass die meisten Mods nicht Oculus-kompatibel sind, also dass Oculus dann abstürzt.
also dass das Spiel dann abstürzt, weil es die Oculus-Version ist. Ich weiß nicht ganz genau, warum das so ist, warum die dann ausgerechnet Probleme haben, weil theoretisch ist ja schon der gleiche Unterbau von der Engine her. Also verstehe ich das nicht ganz, warum zum Beispiel ja auch zum Beispiel Pro-Mods bei Euro Truck Simulator nicht mit der Oculus-Version funktioniert, aber es ist halt so, es stürzt dann halt instant ab, wenn du den Spielstand lädst. Ja. Aber was will man machen? Ist ja schon cool hier, ne? Coole Gegend. Müsste gerade mal sein. Welcome to Oregon. Guck mal, jetzt sind wir in Oregon. Ach, guck mal, dann hätten wir doch hier übernachten können. Jetzt zu spät. Egal. Fahren wir halt noch das Stück in Oregon. Raststätte allerdings vom Marktdesign. Also das sind dieses Ding. Ja, mal gucken, ob das... Das wäre cool, wenn das Ding da funktionieren würde, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob wir da halt runterkommen wieder. Wenn wir da erstmal drauf sind. Und ob wir dann nur in die andere Richtung wegfahren können. Ich habe gerade irgendwie Lust drauf, in Urlaub zu fahren. Also vor allem, also mit, vor allem halt irgendwie mit Betonung auf Fahren. Also in den Urlaub zu fahren. Ich weiß auch gar nicht, ich liebe das Fastbit am meisten daran. Das ist möglich Snowzone, ja, sehe ich auch. Ist möglicherweise echt so ein. So eine Sache, die halt irgendwie die meisten Leute überhaupt nicht nachvollziehen können. Also viele Leute stört das ja irgendwie, so lange im Auto zu sitzen und so. Es ist auch nicht so, dass ich ja grundsätzlich irgendwie das mir am wichtigsten im Urlaub ist oder so, das jetzt nicht, aber es ist halt schon so, also ohne das ist der Urlaub für mich nicht so ganz komplett. Also ich finde das in den Urlaub fahren schon sehr wichtig irgendwie. Also ich bin auch nicht so ein großer Typ fürs Fliegen oder so. Ich denke, das kann man mir auch definitiv nicht vorwerfen, denn besser für die Umwelt ist es allemal, nicht zu fliegen. Das Fahren ist zwar auch nicht viel besser, aber es wäre natürlich umweltfreundlicher, mit der Bahn in den Urlaub zu reisen, aber nee, danke. Das finde ich schon wirklich echt ein bisschen unkomfortabel. Also Bahnfahren an sich nicht. Bahnfahren ist schon ziemlich komfortabel und entspannt, aber das mit dem Gepäck, ich finde das, also wenn man halt mit Gepäck Bahn fährt, das finde ich ganz, ganz schlimm. Das ist eine super, Bahnfahren ist eine super Sache, wenn man ohne Gepäck unterwegs ist oder wirklich nur mit ganz leichtem Handgepäck. Super, super Sache, aber... Ich finde Bahnfahren mit Gepäck richtig, also mit großen Sachen für wirklich Urlaub geht gar nicht. Ich finde also so die Sachen für die Gamescom für 5 Tage sind, finde ich, wirklich der... Also sind, finde ich, das absolute Maximum, was man irgendwie...
an die Dings, was man irgendwie mitnehmen kann in einen Zug. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das jetzt? Das ist gerade ganz, ganz blöd gelaufen hier. Jetzt sind wir auf dieser Wait Station gelandet, nur ich möchte irgendwie dann auch gleich da wieder, ich möchte da drüben eigentlich hin, genau da will ich hin. Mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt gewesen wäre, wenn ich weitergefahren wäre, ob ich da eine Strafe gekriegt hätte, weil eigentlich betrifft mich diese Wait Station ja gar nicht, weil ich nach da fahren will. Nur dafür, dass ich da einmal rauf fahre und nichts tue, weißt du? Ja, und da kann ich jetzt eigentlich nicht nach links abbiegen. Das geht nicht. Also sieht mir zumindest so aus, als ob es nicht geht. Das Ding will mich eigentlich hier direkt auf die Straße. Obwohl, doch, da ist die Linie unterbrochen. Doch. Die Linie ist unterbrochen und das werden wir jetzt auch entsprechend nutzen. Und ich schätze mal, dafür ist es wahrscheinlich in dem Fall hier sogar auch gedacht, dass man hier einmal so den hier machen kann. Was ich gar nicht wollte, echt. Noob. Dann machen wir jetzt mal was Unkonventionelles. Hat keiner gesehen. Hat wirklich keiner gesehen. Nur, ich bin... Kann mir irgendein Mensch auf dieser Welt erklären, wo ich bitte gerade womit hängen geblieben bin? Okay, mein anderes Rad dreht frei, aber das sollte ja nicht eigentlich kein Problem darstellen. Nein, sorry, ich verstehe es nicht. Da hinten bei den Anhängern scheint auch alles prima zu sein. Das ist ein eindeutiger Clipping-Fehler. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt hier nicht längs kann. Auf jeden Fall Warnblinker an. Ich probiere mal gerade, ob es halt wirklich irgendwie vielleicht trotzdem geht, hier rüber zu fahren. Also ob ich hier irgendwie... Es kann halt sein, dass es einfach an diesem Dings hier liegt, dass ich hier nicht rüberfahren darf. Nee, es geht. Nee, es geht nicht. Okay, das ist eine Wand. Das ist eine unsichtbare Wand. Okay. Boah, ich drehe durch, ey. Oh, was ist das da hinten? Ist da auch noch ein... Sieht fast so aus, als ob da drüben auch LKWs stehen, aber... Es ist doch echt ein Witz. Es ist doch echt ein Witz. Ich werde hier einmal im Kreis fahren, was soll's. Das Schöne ist halt, dass ich jetzt durch dieses hier rumgegurke, trotzdem jetzt wieder die Zeit so verschwendet habe vom Part. Jetzt nehme ich trotzdem schon wieder 44 Minuten. Einfach nur, weil ich hier nochmal rumgegurkt bin. Und ich verstehe es auch einfach nicht. Warum muss man diese Autobahnkreuzung und diesen ganzen Kack so scheiße bauen? Ernsthaft jetzt, Spiel? Ernsthaft? Die haben da auf mich gewartet. Der Verkehr hat da auf mich gewartet. Oh, diese Verkehrs-KI ist so kacke. Boah, ist das schlimm hier. Kann ich da vielleicht links abbiegen, wenn ich jetzt nochmal... Das ist doch echt der letzte Dreck. Wer baut denn so ein bescheuerter Autobahnkreuz hier? Wo ich für die Wait Station da rumfahren muss, dann da um die Ecke fahren kann, allerdings darauf achten muss, dass ich dann trotzdem nicht auf den Rastplatz komme. Als ob man, weißt du, anstatt dass man von der Seite dann auch nochmal eine Zufahrt auf den Rastplatz macht oder so. Nee, geht natürlich nicht.
gerade sich das ausgedacht und wahrscheinlich ist eigentlich oben drüber schon noch mal einer. Ne? Nee, aber da ist tatsächlich keiner. Ich wollte halt eigentlich echt mehr so Hälfte-Hälfte machen. Ich wollte halt hier den Part beenden. Ey, das ist ein Dreck. Da geht's wieder nur zu... Ich will mich nicht verarschen, da geht's auch wieder nur zur Wait Station. Nee, da geht's auch zum... Ich kann hier links fahren, so. Und jetzt fahre ich hier mal schön auf den Rastplatz. Auch wenn da eine durchgezogene Linie ist, sehe ich gar nicht ein. Mich an die jetzt zu halten, ich habe nämlich keine Ahnung, wieso man diesen Rastplatz hier so macht, dass er nicht für die Allgemeinheit zugänglich ist, quasi. So, Rest Area. Können wir uns hier so nebenstellen? Nice. Sehr schön. Das ist ein Volvo, ne? Boah, das Geräusch immer noch. Also irgendwie hat der hier echt ein paar Störungen, dieser Truck. Ja, das ist der Volvo. Den sind wir auch noch nicht gefahren, glaube ich. Oder doch? Sind wir denn damals einmal gefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Wir schalten den Motor aus und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Und tschüss.